Stand 20. April 2015. Da haben wir natürlich gedacht, wie kann es sein, dass ein Stand, der in der Verwaltung schon im April erreicht worden ist, erst den zuständigen Ausschuss Anfang Juli, also über 2 Monate später, erreicht. Das entspricht nicht den Vorstellungen, die wir von beschleunigter Arbeit gerade bei diesem wichtigen Projekt haben. Deswegen haben wir uns entschieden, diesen Eilantrag einzubringen, um eben dort der Verwaltung auch wirklich deutlich zu machen, dass der Stadtrat hier zügiges und schnelles und konsequentes Arbeiten auch erwartet. Ich möchte Sie jetzt nicht, weil es im Grunde Ausschussarbeit ist, über die verschiedenen Varianten 1a b, was wir dort gemacht haben, näher in die Diskussion eintreten, sondern Ihnen sagen, um was es im Grunde geht. Es geht im Grunde darum, dass wir den Einwand von Herrn Professor Köttnitz jetzt ernst nehmen und sagen, okay, wenn die Stadtverwaltung hier ein Problem sieht, dann bitteschön, dann prüft doch das bitte. Uns geht es darum, dass wir unsere Varianten endlich im Wege des LOS-Verfahrens, das ist dieses Fachverfahren, was dort maßgeblich ist, mit der Variante 7 zum Vergleich bringen, sodass wir bald auch eine Entscheidungsgrundlage erreichen. Denn, anders als manchmal dargestellt ist, haben wir uns nicht schon für die eine oder andere Variante letztendlich entschieden, sondern wir wollen tatsächlich rational das ordentlich geprüft gegeneinander gestellt haben und dann wollen wir eine schnelle Entscheidung machen. Genau das tun wir in diesem Antrag noch einmal neu feststellen. Ich möchte noch auf einen letzten Punkt hinweisen, der uns wichtig ist. Aufgrund dieser Erfahrung, dass hier offensichtlich die Stadtverwaltung nicht in der gebotenen Schnelligkeit arbeitet, wollen wir gerne eine Lenkungsgruppe einsetzen. Das ist ja etwas, was in dem Stadtrat durchaus öfters passiert bei wichtigen Projekten. Für uns ist die schnelle Sanierung der Königsbrücker Straße solch ein wichtiges Projekt. Und wir wollen, dass diese Lenkungsgruppe von allen Fraktionen dieses Stadtrates bestückt werden kann, beschickt werden kann, und dass wir dann mit unserem neuen Dezernenten, den wir heute ja glücklicherweise gewählt haben, bin ich mir auch sehr sicher, dass unser neuer Dezernent Raoul Schmidt-Lamontaine das auch dann ausführen wird. Und dann wollen wir gerne in einer guten Zusammenarbeit zu einer schnellen Sanierung kommen. Deswegen bitte ich Sie um Zustimmung zu unserem interfraktionellen Antrag. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Herr Dr. Schulte-Wissermann für Fraktion Die Linke. Sehr geehrter designierter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren im Saal, liebe Menschen im Stream und in der Aufzeichnung. Was ist das Ziel unseres Vorgehens bei der Königsbrücker Straße? Das Ziel ist, endlich mal nicht einfach zu behaupten, das geht nicht, das ist besser, das ist schlechter, sondern eine fundierte, auf Informationen basierende Grundlage zu schaffen, quasi eine Excel-Tabelle, die die Verwaltung eventuell mit externer Hilfe erarbeiten soll und Pläne zu erarbeiten und eine Visualisierung zu erarbeiten, die wir eigentlich schon im Frühjahr dieses Jahres erwartet hatten, die jetzt aber hoffentlich im Herbst kommt, auf das wir dann wirklich entscheiden können, wir und auch die Bevölkerung, weil wir haben auch gleichzeitig eine Bürgerversammlung gleich mit angesetzt, das heißt, eine öffentliche Diskussion wird es geben. Wir wissen, kommen vielleicht gleich nochmal darauf zu sprechen. Es weiß nämlich niemand, jeder behauptet hier immer nur, das geht nicht. Und wir möchten, wie gesagt, wir möchten wissen, wie viele Autos, wie schnell sind die Autos, wie schnell sind die Bahnen, wie viele Bäume bleiben stehen, wie viele Parkplätze bleiben stehen, wie breit sind die Gehwege, können die urbanen Zonen dort genutzt werden, sind die Haltestellen gemütlich oder nicht. Das wollen wir alles wissen, vor allen Dingen natürlich auch, wie teuer ist das? Und wir wollen wissen, wie klagesicher ist das Ganze. Kommen wir mal auf die drei Varianten. Das ist nämlich da vielleicht ein Punkt, der die CDU interessieren könnte, weil dort nämlich bei der Königsbrücker 49 zum Beispiel die Naturdenkmal Ulme ist. Und der Besitzer dieser Ulme wird die Flatter-Ulme, genau. Das mag Sie vielleicht nicht interessieren, vielleicht interessiert es Sie aber, dass der Besitzer dieser Ulme definitiv klagen wird. Sie müssen dieses Grundstück enteignen und das wird nie passieren. Und deswegen ist es ein wichtiger Fakt zu wissen, wenn man entscheidet und man schnell bauen möchte, kriegen wir dort ein Klagerisiko oder nicht.
Die andere Sache, ich möchte eigentlich versöhnlich wirken und vielleicht mal auf die konservative Seite eingehen. Auf der Königsbrücker Straße, das ist eine der letzten bestehenden Gründerzeit-Ecke-Jugendstil-Ensembles, die es gibt. Das ist eigentlich ein Boulevard. Man müsste eigentlich Touristen dorthin fahren. Wie auf der Bautzener Straße müssten die in die Königsbrücker lang, müssten dort aussteigen, müssten Fotos machen, wie schön Dresden ist. Sie möchten dort eine vierspurige Straße durchkacheln, alle Vorgärten außer einem, dem vom Herrn Tauer, alle Vorgärten kassieren, alle Bäume fällen und doch, alle Bäume fallen. Wir können gerne mit der Presse einen Termin machen, dann zählen wir die Bäume durch. In Ihrer Variante fallen alle Bäume, es werden ungefähr gleich viele nachgepflanzt, das sind aber perspektivisch ganz klitzekleine Bäumchen am Rand. So, und deswegen möchte ich eigentlich mal darauf hinwirken, an anderer Stelle machen Sie das doch auch. Das Konservative bewahren, die schönen Fassaden in Geltung setzen. Das machen Sie jetzt hier aber gerade an der Königsbrücke nicht. Ihre Variante ist ja aber noch mit im Spiel. Die V7 spielt ja noch mit. Das heißt also, wenn wir im Herbst die Ergebnisse haben und der öffentliche Diskussionsprozess losgeht, dann beteiligen Sie sich bitte dran. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich behaupte nämlich von meiner Variante nicht, dass sie das Allheilmittel ist. Ich hoffe, sie stellt sich als durchführbar heraus. Und ich hoffe, dass am Ende alle sehr zufrieden sein werden. Aber wir müssen halt erstmal die Fakten finden. Vielleicht nochmal zur letzten Sache, weil nämlich zwei der drei Varianten fahren an dieser Ulme vorbei. Eine Variante erhält den historischen Reitweg, der denkmalgeschützt ist, hoch zur Stauffenbergallee. Die Bäume können dort stehen bleiben, beziehungsweise an gleicher oder ähnlicher Stelle auch großkronig nachgepflanzt werden. Das ist eigentlich ein Kleinod, was wir dort haben. Und die Fahrradfahrer fahren schön zwischen den Bäumen durch und runter zu. Selbst Herr Köttnitz sagt, das ist überhaupt kein Problem. Wir warten jetzt auf die Zahlen, auf die verkehrlichen Belange, ganz sicher. Da legen wir alle Wert drauf. Wir legen auch auf die städtebaulichen Belange Wert. Das mag jetzt unterschiedlich bewertet werden. Am Ende gibt es eine Einwohnerversammlung und dann werden wir das hier im Stadtrat entscheiden. Ein Wort, ich habe noch 26 Sekunden. Ich bin sehr für einen Bürgerentscheid, allerdings nicht, wenn er voll gespickt mit Lügen in diesem Text ist. Wir können gerne einen Termin machen, wir können gerne uns diesen Text vornehmen und uns all die Stellen angucken, die einfach mal gelogen sind. Es ist nicht eine Sanierung im Bestand, wie da drin steht. Es ist nicht das Geld eingestellt im Stadtrat, im Haushalt, wie da drin steht. Jetzt habe ich noch 3 Sekunden und es finden sich noch 2, 3 andere Sachen. Genau, fechten wir es aus. Ich hoffe über die Öffentlichkeit, ich hoffe, ohne dass wir uns gegenseitig anschreien. Am Ende eine schnell sanierte Königsbrücker Straße. Das ist das, was ich will, das ist das, was wir wollen. Ich hoffe, das ist das, was wir alle wollen. Dankeschön. Als nächster Redner für die SPD-Fraktion, Herr Stallmann-Fischer. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, die SPD-Fraktion verfolgt bei der Königsbrücker Straße den Grundsatz, so breit wie nötig, so schmal wie möglich. In dieser Logik steht unsere heutige Zustimmung zu dem Antrag von Grüne und Linke. Und ich möchte Ihnen gerne 3 Gründe nennen, warum wir das tun. Erstens, der eingeschlagene Weg, den wir im Herbst begonnen haben, ist richtig, der Variante 7 nochmal 2 schmalere Varianten gegenüberzustellen. Denn es gibt wichtige Indikatoren dafür, dass die Variante 7 eine breite Straßenquerschnitt vorgibt, der gegenüber der Nachfrage überdimensioniert ist. Zu nennen wären da im Wesentlichen als Punkte, wir haben eine sinkende Pkw-Verkehrsleistung, bestätigt durch SAV 2013 und auch in der Prognose des VEP 2025 enthalten. Wir haben eine abnehmende Bevölkerungszahl im Dresdner Umland. Wir haben mit der Waldschlösschenbrücke neue Routenalternativen. Und wir haben die Erkenntnis, dass sich auch demografisch bedingt das Mobilitätsverhalten ändert, mehr Wege, kürzere Distanzen, mehr Umweltverbund. Dies spricht für einen höheren Stellenwert der Nahversorgungs- und Aufenthaltsfunktion der Königsbrücker Straße, als ihr in den bisherigen Planungen beigemessen wurden. In Verantwortung gegenüber Dresdens Schönheit und auch der Einzigartigkeit der Situation dort halten wir es von daher für ratsam, die Entscheidung zu treffen, wenn wir eine schmale und eine breite Variante in der Gegenüberstellung haben. Städtebaulich und verkehrstechnisch und objektiv und für jeden nachvollziehbar. Auf dieser Grundlage kann man dann in die Diskussion mit den Bürgern gehen und die Vorzugsvariante bestimmen. Zweitens, die heutige Entscheidung dient der Beschleunigung.
Wir wollen eine zeitnahe Sanierung der Straße und deswegen die schnelle Vorlage des Variantenvergleichs, wie wir ihn im Herbst beschlossen haben. Wir haben eine Verzögerung von 2 Monaten, Herr Lichti hat es schon gesagt, und eigentlich eine Verzögerung von 6 Monaten, denn in unserem Antrag vom Herbst stand eigentlich drin, im März wollten wir den Variantenvergleich haben. Nun sind wir bei Ende September. Drittens, wir stellen sicher, dass die Königsbrücke auch in Zukunft allen Anforderungen genügt. Alles andere wäre auch nicht genehmigungspflichtig. Der Antrag nimmt die Hinweise vom Straßen- und Tiefbauamt auf und passt unsere Ideen daran an. Der Querschnitt verbreitert sich in unseren Varianten dadurch minimal, ist aber immer noch schmaler als in der Variante 7. Und wenn sich herausstellt, dass diese leichte Verbreiterung nicht notwendig ist, freuen wir uns auch, den Querschnitt wieder auf das benötigte Maß zu reduzieren. Aber wir werden auch keinen Unsinn beschließen, sondern die Straße muss funktionieren, das ist, glaube ich, klar. Ich möchte darauf hinweisen, der Hinweis kam ja auch schon aus Richtung Lichti und auch von Jolte Bissermann, dass auch die Variante 7 nicht frei von Mängeln ist und ein vorheriger Beschluss zu einem langwierigen Planfeststellungsverfahren führen kann. Also eine Abwägung vorher, die etwas länger dauert, führt möglicherweise zu einem schnelleren Verfahren und ist deswegen der sicherere Weg. Wir haben uns denn schließlich auch bei der Königsbrücker Straße mit einer Abwägungsentscheidung zu tun, die nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantwortet werden kann. Über die hinreichende Abwägung entscheidet nämlich in erster Linie nicht der Bürger, nicht der Stadtrat, sondern die Planfeststellungsbehörde. Deswegen muss jedes Ergebnis den Abwägungen verschiedener Interessen genügen und standhalten. Ich glaube, mit dem Variantenvergleich schaffen wir eine Grundlage dafür, fundiert entscheiden zu können und können zeitnah die bestmögliche Variante ins Rennen schicken. In diesem Sinne gehen wir den Weg so breit wie nötig, so schmal wie möglich weiter. Vielen Dank. Als nächstes die AfD-Fraktion, Herr Obern.
das, was ich jetzt wieder in den neuen Antrag reinformuliert habe, mit Lenkungsgruppe und allem, was dazugehört, wird logischerweise noch mal viel, viel länger dauern. Es wird nicht schneller gehen. Wir hatten eine Lösung, Ihnen hat diese Lösung nicht gefallen. Sie tun so, als wenn Sie die allerersten sind, die sich in dieser Stadt mit der Königsbrücker Straße auseinandersetzen. Das haben schon ganz, ganz viele gemacht. Und ich denke, wir haben lange genug diskutiert. Es könnte längst gebaut werden, hätten Sie nicht im Dezember diesen fatalen Beschluss gefasst, meine Damen und Herren. Wir haben 20 Jahre, glaube ich, über 7 Varianten gesprochen. Sie haben es ernsthaft als Rot-Rot-Grün geschafft, wenn ich richtig gezählt habe, mit dem heutigen Antrag, innerhalb noch nicht mal eines Jahres, dass Sie hier in dieser Stadt regieren, 5 neue Varianten ins Spiel zu bringen, meine Damen und Herren. Das ist eine hohe Geschwindigkeit, meine Damen und Herren, zeugt aber überhaupt nicht davon, dass Sie das Ziel haben, in irgendeiner Form schnell zu einer Sanierung der Königsbrücker Straße zu kommen. Und lieber Herr Schulte-Wissmann, Sie wissen das selbst. Die größten Profiteure auch der Variante 7 sind die Radfahrer. Für die ändert sich die Situation auf der Königsbrücker Straße, Gott sei Dank, entscheidend. Das macht auch den Hauptteil der Verbreiterung aus. Wenn Sie da eine andere Meinung haben, wenn Sie der Meinung sind, das wollen wir nicht machen, dann sagen Sie es auch. Ich bin der festen Überzeugung, dass genau dieses Problem zuerst auf der Königsbrücker Straße gelöst werden muss und das möglichst schnell und nicht erst nach weiteren Diskussionsprozessen. Wie gesagt, diskutiert ist bereits lang genug. Ich lade Sie aber gerne ein. Sie haben ja vorhin ein interessantes Angebot gemacht. Sie haben ja gesagt, Herr Schulte-Wissmann, dass unser Bürgerbegehren, was ja noch ein halbes Jahr läuft, wie Sie wissen, Fehler hätte im Text Unwahrheiten behaupten können. Wir können die ganze Geschichte schnell beschleunigen. Machen wir ein Ratsbegehren draus. Ganz fix setzen wir uns im September hin, machen Ratsbegehren raus, sagen Sie mir, welche Fehler wir drin haben und wir lassen die Dresdnerinnen und die Dresdnerinnen und Dresdner noch schneller, als es mit dem Bürgerbegehren möglich ist, sofort abstimmen. Wir können das machen. Ich bin sofort dafür bereit. Sie wollen, haben Sie vorhin gesagt, dass die Haltestellen gemütlich sind. Ich wünsche mir das für meine Wohnung, ist auch so. Aber von mir aus, jeder wird sein eigenes Ding an der Königsbrücker Straße finden. Auch meine Wünsche, auch meine Gedanken, das mit der Allee übrigens teile ich mit Ihnen, finde ich in der Variante 7 nicht alle wieder. Aber wir haben hier alle über Generationen von Stadträten lang genug darüber diskutiert. Nach 21 Jahren muss mal Schluss sein mit der Debatte. Und ich würde ehrlich sagen, nehmen Sie den Ball auf, lassen Sie uns darüber diskutieren, machen wir ein Ratsbegehren draus, das könnte die ganze Sache noch erheblich beschleunigen und dann geben wir die Entscheidung dorthin, wo sie hingehört, nämlich in die Hände der Dresdnerinnen und Dresdner. Dann sollen die sich entscheiden, welche Variante sie am Ende haben wollen. Wir hier können noch Jahre diskutieren, wir kommen nicht vorwärts. Soll es der Dresdner entscheiden, der ist kompetent genug, in dessen Hände würde ich es gerne geben. Dankeschön. Wird CDU-Fraktion das Wort gewünscht? Herr Dr. Brauns, bitteschön. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, an das anknüpfend, was mein Vorredner gesagt hat, lassen Sie mich doch vielleicht mal ganz kurz drüber in die Vergangenheit gehen, was denn gewesen ist. Und zu Recht ist eben die Waldschlösschenbrücke angesprochen worden. Planungssicherheit für die Königsbrücker Straße haben wir erst, was die Verkehrsrahmendaten angeht, seitdem die Waldschlösschenbrücke in Betrieb ist. Die Brücke, brauche ich glaube ich nicht gesondert zu erwähnen, die Sie mit Vehemenz und teilweise ja auch heute noch bekämpfen. Also, der Punkt ist der, dass wir Planungssicherheit nicht erst vor 20 Jahren schon hatten, sondern erst seit wenigen Jahren. Der zweite Punkt an der Sache ist, und da möchte ich doch mal das Kurzzeitgedächtnis im Vergleich zu diesem langen Planungszeitraum bemühen, das Kurzzeitgedächtnis, dass wir hier im Stadtrat einen Beschluss gefasst haben, seinerzeit mit der Variante 5, da haben wir die Mehrheit nur damit gekriegt, und ich erinnere daran, das war die Bürgerfraktion, die einen Punkt in die Beschlusslage eingefügt hat, dass dort eine Variante untersucht werden soll, nochmal im Bestand. Eine Sanierung der Königsbrücker Straße im Bestand. Und daraus, soweit es möglich ist, vielen Dank, Jan, Dankeschön nochmal, soweit das möglich ist. Das war der Auftrag und den hat die Stadtverwaltung so verstanden, eben genauso, vielen Dank, Jan Kabot, nochmal für diese Ergänzung,
die Variante 7 vorzulegen, die all das beinhaltet, was Sie erneut haben prüfen lassen wollen heute. Das ist die Variante 7 mit all den Parametern, die wir brauchen, auf das Schmalste gestrickt, was geht. Und jetzt sagen Sie, das ist eine fachliche Stellungnahme, die wollen wir aber nicht. Politisch will ich die nicht, ich will was anderes. Und ich darf Herrn, die SPD-Fraktion, die ja, denke ich, auch ganz bewusst hier nicht mit Antragsteller ist, und das finde ich bemerkenswert und das ist auch gut so, gut, Sie wollen da zustimmen, das mag dann vielleicht unter Ihnen so ausdiskutiert worden sein, aber doch mal daran erinnern, dass Sie Wort sagen, ja, wenn wir die Variante 7 noch mal 3 Monate früher gehabt hätten, dann hätten wir auch mit Werfe dazu gestimmt. Das war fachlich alles begründet. Der Punkt ist doch, Sie wollen das nicht. Und jetzt muss so lange geprüft werden, getreu dem Motto, glaube nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast, dass irgendwann dann mal die Daten kommen, die ich dann haben möchte. Meine Damen und Herren, jeder, der von der Sache irgendetwas versteht, der weiß, dass die Variante 7 das Minimum dessen ist, was genehmigungs- und förderfähig ist. Machen Sie weiter. Und natürlich sind die finanziellen Mittel im Haushalt drin. Und das wissen Sie auch alles. Nur Sie haben Probleme mit Ihrer politischen Klientel, das ist alles. Und deswegen muss geprüft werden, jetzt machen wir eine Lenkungsgruppe. Beschleunigung? Beschleunigung? Meine Damen und Herren, das dauert nochmal und ich bin mal gespannt. Lenken Sie, das wird ja die Mehrheit finden, lenken Sie, beziehen wir alles ein, planen nochmal. Und mein Vorredner hat gesagt, Variante 8.4, 8.5, wir werden dann bestimmt auch noch die Variante 9 erleben und planen und so weiter. Das ist doch alles Kokolorus, meine Damen und Herren. Deswegen kann ich nur fordern, stimmen Sie dem Bürgerbegehren zu, lassen wir es schnell machen, machen wir daraus ein Ratsbegehren, der geht ja schnell, da haben wir Planungssicherheit und dann ist dieses Thema endlich abgeräumt. Dazu sollten Sie sich verständigen, dann ist der Bürger beteiligt. Und wir haben hier klare Verhältnisse und brauchen uns damit nicht mehr zu beschäftigen, meine Damen und Herren. Es wird Sie wenig überraschen, dass wir diese Vorlage ablehnen, im Sinne der Beschleunigung der Sache, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Weitere Wortmeldung habe ich gesehen, Herr Wirtz. Und darüber hinaus noch keine. Ja, sehr geehrter Herr Hilbert, liebe Stadträtin, liebe Stadträte, man muss da noch ein bisschen korrigierend eingreifen. Begeisterung auf der rechten Seite, ich danke Ihnen. Die Geschichte ist ein bisschen länger. Die V7 könnte ja in der Tat schon längst, ist richtig, die könnte schon längst im Bau sein, wenn das nicht in einer denkwürdigen Sitzung des Bauausschusses 2009 im September von der damaligen Oberbürgermeisterin Helma Aros und der mal sagen, gewisser Demütigung des Baubürgermeisters aus der Planfeststellung zurückgezogen worden wäre. Eine ähnliche Variante der V7 ist damals in der Planfeststellung gewesen und das ist auf Verantwortung und Veranlassung von CDU, FDP und wahrscheinlich auch Teilen der Bürgerfraktion zurückgezogen worden. Das ist die ganze Wahrheit. Das war die sogenannte Kompromissvariante und es war damals die politisch durchsetzbare Minimalvariante. Sie ist immer noch zu groß gewesen. Und das ist Ihre Verantwortung, dass das damals nicht dazu gekommen ist. Sie hatten eine zweite Chance. 2011, wo nochmal zwischen beiden Varianten abgewogen worden ist, wo Sie eben die vierspurige Variante haben wollten, die mit 2 Spuren an einer stehenden Straßenbahn in einer Haltestellenbereich vorbei sind. Damals hat die DVB gesagt, das ist in Dresden nicht zulässig, das geben die ganzen Vorschriften des Bahnverkehrs nicht her. Sie haben das ignoriert und haben dann nicht für die Minimierung, sondern Sie haben es für die Maximierung des Verkehrs genommen. Sie haben nicht minimiert, sondern Sie haben maximiert und haben dann sozusagen das Maximum am Straße auf der Beschlussgrundlage gemacht, im Bestand zu sanieren. Das ist keine Bestandssanierung. Die Straße, die Sie jetzt haben, ist 17 Meter breit. Der Bestand ist 10 Meter breit. Wir würden uns jetzt, wenn wir uns auf eine gewissermaßen, was die Sicherheitsvorschriften der Müllabfuhr anbelangt, darauf einlassen, das zu verändern, da würden wir bei 12 Metern rauskommen. Das ist näher an 10 Metern als an 17 Metern. Das ist 5 Meter Stadtraum, die wir in einem städtebaulich sensiblen Bereich zwischen Katharinenstraße und Stauffenbergallee schützen und wo wir ein Gründerzeitviertel seiner alten Bestimmung und seiner alten Funktion übergeben.
Und Sie können diese Straße sechsspurig, Sie können sie siebenspurig ausbauen, meine Damen und Herren. Der Albertplatz wird dabei nicht leistungsfähiger. Der bleibt so, wie er ist, ein Nadelöhr, und die Leute können dann da vorne sich beim Simmel treffen und auf ihren Vierrädern Radio hören. Das ist nämlich die ganze Wahrheit. Und noch ein Wort zum Bürgerentscheid. Wenn das so flüssig ginge, wie Sie das sagen, dann würden Sie uns die Unterschriften auf den Tisch legen, und das wäre dann eine Sache, die gar nicht mehr in unsere Hand in Entscheidung läge. Und der Bürgerentscheid ist aber auch ein Ratsentscheid, wäre hier ein falsches Instrument, weil Sie können in dem Bürgerentscheid nur sagen ja oder nein. Sie können sagen, friss Vogel oder stirb. Sie können nicht, wie wir das jetzt tun, eine Variante optimieren. Sie können nicht sagen, wir wollen das Optimum suchen, gerade in einem städtebaulich sensiblen Bereich, wie gesagt, zwischen Katharinenstraße und Stauffenbergallee, um dort diesen Stadtraum zu schützen, der eben nicht nur eine Verkehrsdurchgangsfunktion hat, sondern der Anwohnerfunktion hat, der Handelsfunktion hat, der Lebensfunktion hat und der vor allen Dingen auch Lebensqualität behalten soll. Jetzt kann man sagen, okay, Sie nehmen darauf keine Rücksicht, weil ja dort die, in der äußeren Neustadt, sehen wir es mal an, die FDP im nicht mehr berechenbaren, messbaren Bereich der Wahlergebnisse ist und auch die CDU eher das Dasein einer Splitterpartei fristet. Ich glaube, Sie waren das letzte Mal so bei 10-12%. Sie können natürlich so weitermachen. Aber auch die Dresdnerinnen und Dresdner, die Autofahren, sind inzwischen weiter. Sie wissen genau, Autofahren macht unter Umständen Lärm, es belastet die Umwelt, und die Leute, die heute in der Stadt leben, möchten eben sozusagen auch verantwortlich mit Mobilität umgehen, sie möchten verantwortlich mit öffentlichen Finanzen umgehen, auch nicht die dickste Variante bauen, die unbedingt gebaut werden kann. Wir sind jetzt auf diesem Wege, die Beschleunigung erfolgt schon deshalb, weil die Stadtverwaltung nicht erkennbar gezeigt hat, dass sie über die Sommerpause in irgendeiner Form etwas weiterzumachen hat. Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang, dass uns in der letzten Sitzung auf mehrfache Anforderungen im Bauausschuss, wo es mehrfach ausgewichen worden ist, uns erst die Pläne gegeben worden sind, die 2 Monate lang Staub angesetzt haben in der Verwaltung. Es wäre nichts passiert, und jetzt wird etwas passieren. Sie haben jetzt eine Beschlusslage, Sie haben eine Auftragslage, hier weiter zu untersuchen, weiter Fakten zu liefern, weiter zu untermauern. Und wir haben die Lenkungsgruppe, mit der wir sozusagen uns zeitnah und in Echtzeit dort die Fortschritte darstellen lassen werden. Und es wird keine Ausreden, es wird auch nicht mehr geben, dass irgendwelche Pläne liegen bleiben. Und falls hier irgendwelche beteiligten Firmen, die hier seit 20 Jahren Geld dran verdienen, das möchte ich auch noch hinzufügen, denken, dass sie eine Variante im Schreibtisch haben und die anderen nur noch schlecht gemacht werden müssen, dann müssen wir auch mal darüber nachdenken, dass wir dort unter Umständen jemand anders uns holen, der vielleicht mit stadtteilverträglicher Sanierung von Straßen mehr Erfahrung hat als das Büro, was dort dran sitzt. In diesem Sinne danke ich Ihnen bitte um Zustimmung für diesen Antrag. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldung, Herr Schulte-Bissemann. Ich mache es von hier hinten und auch nur ganz kurz. Herr Zastrow, weil Sie mich ja angesprochen haben, ja, reden ist immer gut. Ne? Also wir können gerne uns mal treffen und gucken, ob wir einen Text hinkriegen. Aber ich glaube nicht, dass Sie dann diesem Text zustimmen werden. Aber wir können es gerne machen. Ich rede mit Herrn Zastrow. So. Und was aber definitiv Fakt ist, ist, dass wir ja nicht über irgendetwas, ich habe es ja versucht, deutlich zu sagen, wir wollen ja nicht über irgendeine Zahl abstimmen, 7, 8, 9, 10, sondern wir wollen ja über irgendwie fundiert abstimmen und entscheiden. Auch ob das im Rat ist, ob das im Ausschuss ist oder ob das, wenn wir den Bürger befragen. Und dafür brauchen wir die von mir angesprochene Excel-Tabelle, wie schnell fahren die Autos, wie viele Bäume fallen, wie viele Parkplätze sind da, wie viel muss enteignet werden. Und dann können wir entscheiden. Aber gerne, Sie können mir eine Mail schreiben, können wir uns mal treffen auf einen Kaffee, können wir gerne machen. Wird bestimmt ein interessantes Gespräch. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann würde ich den Versuch machen, dass wir in die Abstimmung schreiten. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenteilung. Ja, 36 Ja, 22 Nein, 2 Enthaltungen, damit angenommen. Damit kommen wir